Ich habe Friseur gelernt. Und in der Nachkriegszeit, als ich so weit war, mit 14, wie gesagt, ein Lehrling zu werden, da waren die Angebote gar nicht so groß. Ich wollte an und für sich Förster werden. Das war eigentlich mein Traumberuf, ja. Und das hat nicht geklappt. Berufsberatung hat also darauf gedrängt, na gut, bin ich halt Friseur geworden, aber da habe ich auch was mit erreicht in meinem Leben. Ich war ja auch selbstständig. Wo haben Sie gearbeitet? Genau, in Ihrem eigenen Laden? Und wo war der? Können Sie das kurz beschreiben? Sagen wir mal, die Lehrzeit, die hat stattgefunden in einem Salon, den es heute nicht mehr gibt. Salon Schreiner in der Schirchener Straße war das. Das war die Lehrzeit. Und dann war ich nochmal in einem Betrieb hier am Michelsberg, den gibt es auch nicht mehr. Es war Parfümerie Wehle, da habe ich dann als Geselle gearbeitet nach der Lehrzeit. Und da habe ich irgendwo einen Kumpel getroffen, Alter. Und da sagte ich, wo bist denn du? Sagt er, ich bin bei der Amis. Sagt er, ich bin Friseur bei. Sag ich, wie bei der Amis? Ja, im Kurhaus haben wir einen Friseursalon mit 10 Stühlen. Ja. Aber wir suchen, glaube ich, noch Leute. Komm doch mal vorbei. Und so kam das. So kam ich dann zu den Amerikanern. Ein paar Brocke Englisch habe ich auch schon gekonnt. Ja. Und dann, das war ein Schichtbetrieb, da ist also, gab es eine Frühschicht bis Mittag und Mittag bis in den späten Abend rein. Und da habe ich da einige Zeit gearbeitet und da haben die zuständigen Manager, die haben die ganzen BX'en unter sich gehabt, ja, und die Tailor Shops, die Schneidereien und chemische Reinigung und die Friseurbetriebe und so weiter. Und da haben die Manager herausgefunden, ich wäre doch eigentlich ideal und könnte eine Konzession übernehmen. Ja? Das ist ein Konzessionsvertrag, dass ich mein Gewerbe auf amerikanischem Militärgelände ausüben durfte. Und so habe ich dann einen Friseursalon errichtet in Schierstein in der 497. Die ist auch aufgelöst, die gibt es auch nicht mehr. Und bin dann gekommen ins Sternhotel, American Arms hier in Wiesbaden. Und dann später auch den Friseursalon im General von Steuben Hotel zu übernehmen, wo ich ja auch dann als Stabsfriseur eingesetzt war für Präsident John F. Kennedy. Und dann habe ich noch mal einen größeren Laden gehabt, ein paar Jahre im Lindsay Air Station, direkt im USAFE Headquarters. Das war das größte Hauptquartier der amerikanischen Luftwaffe in Europa. Und da habe ich dann so einen 8-Stuhl-Salon gehabt, das ist schon größer. Ich hatte also einige Mitarbeiter.